waren gestern alle voll. Ich war der Einzige, der nicht dabei. Guten Morgen, Leute. Ich bin hier gerade mit dem Hund unterwegs. Wie man gut erkennen kann, es ist noch relativ früh. Ich glaube, man sieht dort auch den Mond noch. Genau. Es ist jetzt 4.41 Uhr. Wir machen uns gleich fertig für den Charity Run. Ich muss gleich nach Leverkusen ballern, treffe da dann die ganzen Kollegen von Reinhard, Schopper und die Freunde aus Hamburg. Und dann fahren wir darüber Richtung Oberhausen und werden heute mal einen ziemlich geilen Tag haben, würde ich sagen. So, mittlerweile 5.30 Uhr, ich fahre jetzt los. Moped steht soweit, ich habe jetzt alles Mögliche dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Leverkusen. So, jetzt sind wir erstmal hier am Start. Treffpunkt in Leverkusen und dann geht's gleich weiter nach Oberhausen. Ja, und dann geht der große Ritt los. Ich glaube, das wird geil. Am Treffpunkt. Wir sind pünktlich. Gleich kommen noch Scorpedius und Colmoto. Ja, und dann kriegen wir noch ein schönes Käffchen hier. Ja, und dann geht's gleich Richtung Herzenswünsche. Ja. Alter, hier geht schon wieder ab, Mann. So, Abfahrt, Freunde. Los geht's nach Münster. Beziehungsweise erstmal jetzt über die Bahn, dann machen wir noch eine halbe Stunde Pause. Und dann geht's weiter.
Aber jetzt müssen wir sich erstmal alle einmal sammeln, bevor es auf die Bahn geht. Ja, keine Ahnung, was da jetzt los ist gerade. Ich glaube, das Video bzw. diese Aktion wird ziemlich viral gehen. Oft zumindest. Ja, Kohlmoto auch gerade quasi kennengelernt. Scorpedio ist auch mit am Start. Checkt auf jeden Fall auch deren Kanäle ab. Ist eine ziemlich geile Nummer hier. Ich bin einfach froh, dass ich dabei sein darf. Auch die ganzen Kollegen aus Wiesbaden, aus dem Hotel Toskana wieder getroffen. Was eine geile Nummer, was eine geile Nummer. Bin echt gespannt, wie das nachher in Münster wird bei Herzenswünsche. Ich hoffe, die Kinder freuen sich. Unterschätzt das auch ganz oft. Gerade sowas, das wird dann wirklich stärker gebremst, alter Schwede. Das kann schon mal in die Hose gehen. Und das wollen wir natürlich genau an so einem Tag wie heute nicht. So, was ist jetzt hier los? Ja, das hast du halt immer, ne? Irgendeine scheiß Harley hat irgendwas. Ungünstig auf jeden Fall hier direkt an der Autobahn, aber naja, was willst du machen? Okay, weiter geht's. Alter, meine Hose. Komplett das Zeitgefühl verloren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Aber ich glaube, irgendwann in Kürze
hin ist, ja, die erste Pause geben. Da ist er sogar hier. Hohen Motor am Start, Junge. Ja, das ist schon echt interessant, wenn man die ganzen Leute so mal sieht, dann in Live, ne? Oder in Real Life. Ich weiß gerade nicht, wo Scorpedio steckt. Aber ich glaube, der ist irgendwo noch hinter mir. Junge, wenn du das siehst, ich grüße dich. Ja, ich glaube, ich befinde mich gerade so ziemlich in der Mitte hier von diesem ganzen Geschwader. Aber genau sagen kann ich es auch nicht. Aber ich hoffe, man sieht das. Also das geht wirklich bis ganz da hinten hin. Also da vorne und hinten quasi auch noch mal so ein ganzes Geschwader. Ja, danke direkt auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle an Phil bzw. Cole Moto, der hat mir sowas richtig Geiles geschenkt. Und zwar, also ich habe ständig das Problem, dass meine Caps, die ich die mitnehme, dass die reißen halt. Und er hat mir gerade irgendwie sowas mitgegeben. Ich werde das definitiv auch unten mal verlinken und auch bei Instagram posten. Total die geile Nummer. Das ist dann wie so eine Art, ja, ich sag mal, Lederhalterung. Boah, Alter, ey. Das war knapp. Junge. Naja, also wie gesagt, eine Art Lederhalterung. Für die Caps, dann reißen die nicht. Total geil. Danke dir auf jeden Fall, mein Freund. Also muss ich sagen, richtig sympathischer Dude. Boah, Alter, auch ein geiles Teil hier, ey. Denk mich mal. Boah. Ey, hier ist wirklich alles vertreten. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie viele geile Leute hier einfach am Start sind mit ihren ganzen Mopeds. Für so eine Aktion. Ey. Hammer. Dafür, dass wir jetzt im Grunde genommen wieder durchstarten können, dass wir die Öffnung haben. Und wenn man das sieht heute, ja, wir sind einfach geflasht, sag ich mal. Ganz herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der also was dazu beigetragen hat, dass sie an uns denken. Und wir werden es sicherlich in gute Hände an die Kinder weitergeben und werden natürlich auch die schönen Fotos, die wir hier haben, auf unsere Webseite setzen und nochmals ganz herzlichen Dank, ganz viel Spaß bei Ihrer geplanten Party und für alle Aktionen, wie es weitergeht. Wir werden Sie weiter im Auge behalten. So Leute, die Aktion ist jetzt zu Ende. Wir sind nochmal bei Harley in Münster angekommen. War auf jeden Fall eine geile Nummer. Ja, wir lassen jetzt den Tag noch ein bisschen ausklingen und dann würde ich sagen, war's das. Haut rein, Freunde. Ciao. Ein geiler Harley-Store.